Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. In der heutigen Folge werden wir einen Pfarrer suchen für unsere alte Gemeinde, für die Scarletzer und für den Typen, der ganz alleine irgendwo in dem Dorf hängt und sagt, hey, meine Leute, kommen irgendwann wieder zurück. Ja, das ist der Plan für heute und wo sich das Ganze befindet, das kann ich euch ganz auch nochmal zeigen. Es ist nicht allzu weit entfernt, aber doch schon ein Stück. Sagen wir, es ist weit genug entfernt, damit ich das Ganze hier schneide. Das geht ganz schnell. Huch. Oh, oh. Ja. Ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Haha. Oh Gott. Ferdi. Nein. Oh Gott. Was zum... Oh. Ihr wollt mich verarschen, oder? Was ist da? Ach, diesmal kommt ihr nicht, oder was? Schweine. Einfach nur Schweine. Jetzt sind sie plötzlich weg. So, und hier soll der Kollege sein, ja? Hallo, Dorfbewohner. Gott schütze dich. Wieso kennt mich die eine? Ich suche Pater Simon. Es mag seltsam klingen, aber ich suche den Pfarrer, Pater Simon. Pater Simon? Den habe ich zuletzt gesehen, als er mir Schadenersatz zahlte. Da war Maria noch bei uns. Wenn du mehr wissen willst, frag meine Frau. Ich habe weder Zeit noch Lust, über den Kerl zu reden. Ich verstehe. Danke. Schadenersatz? Wegen seiner Tochter oder was? Weil sie, zur Frau gemacht hat? Ich suche Pater Simon. Ich suche den Pfarrer, Pater Simon. Ich hörte, du kennst ihn. Simon? Was willst du von ihm? Was ist denn mit deinen Haaren los? Ich möchte, dass er nach St. Jakob zurückgeht. Ich suche den Pfarrer, der früher in St. Jakob lebte. Die Einheimischen sagten mir, sie hätten ihn in dieser Gegend gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann. Der geht sicher nie in seine Gemeinde zurück. Also gut. Was willst du wissen? Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Nichts, was nicht ständig geschieht. Unsere Maria war sein Hausmädchen in Scarlets. Sie war sehr, sehr schön und eher jung, also nahm die Natur ihren Lauf. Junge Leute eben. Eines Tages kam sie zurück, hatte einen ordentlichen Bauch. Ah, Gott. Oh, eine ziemliche Schande, was? Solche Dinge passieren. Ja. Solche Dinge passieren eben. Was kann man schon tun? Meine Rede. Ich war nur froh, dass sie jemanden hatte, der für sie sorgt. Nur hatte sie nie die Chance, das Kindchen in den Arm zu halten. Sie überlebte die Geburt nicht. Das tut mir sehr leid. Das ist das Los der Frauen. Männer sterben auf dem Schlachtfeld und die Frauen im Wochenbett. Was geschah mit Simon? Der Arme. Er hat es nicht verkraftet. Er war sich sicher, dass Gott Maria für ihre Sünde strafte. Das ist Schwachsinn. Unsinn. Menschen liegen ständig ohne den Bund der Ehe beieinander. Und Gott lässt sie zufrieden. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber wer bin ich, einen Pfarrer zu belehren? Und wer weiß, vielleicht hatte er recht. Gottes Wege sind unergründlich. Er war außer sich vor Trauer. Sprach nicht, aß nichts, weigerte sich, ein neues Hausmädchen einzustellen. Und eines schönen Tages war das Pfarrhaus leer. Hat lange gedauert, ehe ein neuer Pfarrer einzog. Okay, und wo ist er? Wo finde ich ihn? Angeblich soll er sich hier herumtreiben. Hab ich auch gehört. Und glaub's auch, obwohl ich ihn selbst nicht gesehen hab. Wie das? Nachdem unsere arme Maria gestorben war, nahmen wir etwas von dem Geld, das uns Simon gegeben hatte, und errichteten ein Kreuz an der Straße. Und seit kurzem schmückt es jemand mit Beinwellkränzen, ihren Lieblingsblumen. Du glaubst, es ist Simon? Wer weiß. Vielleicht ist's ja auch ein Wunder. Ich glaub alles. Ist aber seit langem kein frischer Kranz mehr abgelegt worden. Vielleicht ist Simon weitergezogen. Verstehe. Okay, ich glaube, das Kreuz haben wir gesehen auf dem Weg hierher. Kannst du mir zeigen, wo das Kreuz steht? Sicher. Westlich von Scarlets stehen Absetzbecken für die Minen. Dort ist auch ein bewaldeter Hügel mit mehreren Wegen. Marias Kreuz steht an einem davon, beim Bach. Vielen Dank. Westlich von Scarlets, da waren wir schon mal, glaube ich. Ich gehe dann. Tu das.
Und wenn du ihn findest, sag ihm, dass wir es ihm nicht übel nehmen. Das werde ich. Mach's gut. So, okay. Wir haben sogar eine Questmarkierung. Nice. Aber wir gucken trotzdem mal. Das ist ein ordentliches Stück. Ich bin doch kein Kumane. Aber ihr könnt gerne aufs Maul haben, wenn ihr wollt. Nur weil ihr besoffen seid, heißt das noch lange nicht, dass ich euch in Ruhe lasse. Ich schlachte dich ab! Ein Bandit? Du wirst... Noch jemand? So, was haben wir denn da? Groschen, meinen Pfeil kriege ich wieder. Trank des Baden, unbekannter Trank. Wieder schön. Oh, ein Strohhut. Auch Geräusche. Mann, die geilsten Sachen machen immer so viel Geräusche. Ich hätte gerne einen Strohhut. Das wäre so geil. Eines Tages mache ich einen Krieger mit dem Strohhut, ey. Eines wunderschönen Tages, um andere Erfolge noch mitzunehmen. So, wir sind da. Das muss es sein. Marias Mutter hatte recht. Jemand hat hier kürzlich Blumen niedergelegt. Ich sollte mich umsehen und in der Nähe nach Beinwell suchen. Nach Beinwell? Es ist bald hier, aber das nehmen wir auch mit. Beinwell. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das aussieht. Das Ganze hier ist Baldrian, ne? Ja. Guter Kräuterkunde bin ich. Das ist nur ein billiger Pilz. Ist das die Sonne, die hier noch das Licht verursacht, oder ist hier jemand? Nase. Mache ich natürlich nur für mein Level-Up. Ach, ich soll da hinten in die Ecke. Okay, hier soll irgendwo Baldrian sein, ja? War das Baldrian? Nein. Der andere Scheiß, den ich suchen muss. So, wo könnte das denn sein? Juhu, Vitalität verbessert. Er hat zwar den Typen nicht gefunden, aber egal. So, wieder die Jede. Wir haben... Mit letzter Kraft, du überlebst einen ansonsten tödlichen Treffer. Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, sind deine Angriffswerte für eine Weile wirkungsvoller. Zählt auch irgendwie Pfeil und Bogen, robuster Magen, gesunde Ernährung. Oh, machen wir Blutrausch. Ach, da hängt er rum. Lol. Super, ey. Und ich suche hier rum. Hi! Wer bist du? Vagabund? Hey, du! Was machst du da? Ich habe Stimmen gehört. Ich kam zufällig vorbei und hörte Stimmen. Ich wollte nur nachsehen, was hier vorgeht. Geht dich nichts an. Verschwinde hier! Das werden wir ja sehen, du Bastard! Das werden wir ja sehen, Bastard! Was nennst du kämpfen? Zeig, was du drauf hast! Wieso seid ihr zu zweit? Du Scheißdreck! Du bist tot! Na komm! Ihr seid zu zweit, das ist voll unfair! Haha, ausgewichen! Komm her, du Weichei! Ihr werdet mir schon verraten, wo der Pada ist! Aber! Was habt ihr mit ihm gemacht? Los! Sagt es mir! Das nennst du kämpfen? Ich kämpfe gegen zwei auf einmal. Was wollt ihr? Au, ist ja gut. Dreh mal nicht durch. Du gehörst mehr. Mehr! Will ich zum Beispiel von dieser Stelle entfernt sein?
Okay, dann schlage ich dich jetzt zuerst zusammen. Musst du jetzt weinen? Soll das etwa alles sein? Komm, du hast sowieso kein Leben mehr. Jetzt hör auf, mich zusammenzuschlagen, währenddessen ich den Kumpel festhalte. Ich bin froh, dass ich meinen Pfeil im Bogen nicht raushole. Was ist los? Komm schon! Na komm! Der eine ist gleich platt, dann ist der andere nur Kinderspiel. Okay. Mehr hast du nicht drauf? Nur noch du und ich, mein Freund. Hallo? Verdammt, ich hätte zuschlagen sollen. Ich bin viel zu fair. Er wollte gerade weglaufen. Ja, du bist ein besserer Kämpfer als dein Kumpel. Scheiße, verdammt. Verdammt, jetzt kipp doch endlich mal um. Ich bin kurz davor, meinen Fall im Bogen rauszuholen, Freunde, ne? Ich hack dich in Stücke, du Ratte. Ihr habt zuerst zugeschlagen. Ich passe ich dir aber mal einen Tritt, ey. Alter, okay. Zuerst eine Faust, dann einen Tritt, und dann eine Faust, dann einen Tritt, und dann eine Faust, dann den Tritt. Kommst du nicht mit klar, ja? Ich liebe es, wenn die Leute nicht darauf reagieren, wenn ich mal was ansage. Ha. Vor allem, ich verliere ja nicht mal Leben. Oh, okay, okay, okay. Okay, ich darf keine Ausdauer auf. Okay. Okay, jetzt. Ich habe die Regel verstanden. Dann mach ich. Nein. Ich darf meine Ausdauer nicht verschwenden. Haha! Hab geblockt. Töten? Ich hätte sie auch einfach töten können. Ja, aber jetzt habe ich Pater Simon nicht gefunden. Ach, da. Oh, danke, mein Sohn. Ich fürchtete, ich komme hier nicht lebend wieder heraus. Ich hätte sie einfach töten können. Oh. Okay, sie war nicht gefährlich. Sie sah nicht gefährlich aus. Nur deine Habe war in Gefahr. Ich weiß, arme Kerle. Ich fürchtete nur, sie würden mich hier lassen. Was hätte ich tun können? Wem verdanke ich denn meine Rettung? Ich heiße Heinrich. Vielleicht erinnerst du dich. Ich bin der Sohn des Skalitzer Schmieds. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Doch du wirst sicher nicht zufällig hier vorbeigekommen sein, oder Heinrich? In der Tat. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mich? Was könnte ich schon für dich tun? Ich möchte, dass du nach St. Jakob zurückkehrst. Die Leute brauchen seelischen Beistand. Skalitz ist völlig zerstört und viele in St. Jakob sind gestorben. Sie brauchen einen Pfarrer. Ich verstehe, aber muss dich leider enttäuschen. Ich bin kein Gottesmann mehr. Ich bin jetzt büßender Einsiedler. Ja, ich kenne deine Geschichte. Ich kenne deine Geschichte, Pater. Dann weißt du auch, dass ich schuldig bin. Ja, und ich möchte es nicht abtun. Dein Gewissen ist allein deine Sache. Aber ich weiß, dass du tief drinnen ein guter Mann bist. Du weißt nicht, was du da redest. Du kennst mich nicht. Aber ich weiß, was du getan hast. Viele Gottesmänner brechen Gottes Gebot und schämen sich nicht ein bisschen dafür. Das entledigt mich nicht meiner Sünden. Gottes Gesetz ist unumstößlich, egal wie oft man es bricht. Du hast recht, aber die Menschen brauchen dich. Vergib meine Offenheit, aber auch wenn es dir freisteht, deine Gemeinde zu verlassen, entbindet dich das nicht deiner Pflicht gegenüber deiner Herde. Aber ich bin ein Sünder. Ich kann niemanden führen. Ich bin unwürdig. Pfarrer, Bischöfe, Mönche, Äbte, allesamt Sünder. Selbst der Heilige Vater ist einer. Du hast deine Buße getan. Es ist Zeit, unter Menschen zurückzukehren. Du hast sicher recht. Es ist meine Pflicht. Wenigstens, bis sich jemand Besseres findet. So ist es. So ist es. Sobald die Dinge geregelt sind, wird es einen neuen Pfarrer in St. Jakob geben. Dann kannst du wieder gehen. Also gut, ich nehme, was ich tragen kann und gehe zurück nach St. Jakob. Danke. Deine Gemeinde wird es dir danken.
Okay, ich brauche deine Hilfe bei einer Behandlung. Ich brauche deine Hilfe, Pater. Und was fehlt dir, Junge? Nichts. Philipp aus Garlitz liegt im Sterben. Er ist in Sasau und hat nicht mehr lange. Immer langsam. Was ist mit ihm geschehen? Das weiß keiner so genau. Er hat keine sichtbaren Wunden, hat sich aber länger unter Leichen vor den Kumanen versteckt. Gott hab Gnade. Lebende sollten nie unter den Toten weilen. Seine Eingeweide müssen verdorben sein, doch dann liegt sein Schicksal in Gottes Händen. Kann man die Eingeweide reinigen? Es mag dich überraschen, aber du wirst ihm Alkohol einflößen müssen. Den reinsten, den du in die Finger bekommst. Der beste wird aus Wermut destilliert. Er wird Fieber bekommen, aber es wird. Ich zeige dir, wie man ihn herstellt. Okay, Alchemie verbessert. Nice, danke, cool. Sehr schön, Alchemie. So, giftige Klinge gibt da Gift, das auf eine Klinge aufgetragen wird, ist länger wirksam. Wenn du Tränke brauchst, kannst du dir einen zusätzlichen Fehler erlauben, ohne dass es Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Geräucherte und gekohlte Lebensmittel, Hexer, Tränke füllen deinen Magen. Ja, wir machen das hier. Ich meine, ich habe jetzt nie wirklich großartig verkackt beim Tränkebrauen. Aber, naja, kann ja nicht schaden. So, okay. Ich weiß aber nicht, was wir jetzt brauchen. Weil ich hab. Wir müssen jetzt erstmal. Ja, gehen wir erstmal nach Rovna zurück. Und von Rovna aus gehen wir dann rüber und gucken, was wir brauchen für den Trank. Und höchstwahrscheinlich sind wieder neue Wachen gespawnt, die uns dann vernichten wollen. Und ich habe nicht viel Leben. Weißt du, Überfall auf dem Weg? Das sind nicht die von vorhin, oder? Ich glaube, das ist genau die Stelle. Ich schlitz dich auf, du Lump. Mehr hast du nicht drauf. Ja, doch, ich laufe. Au. Nein. Oh Gott, nein. Oh. Oh, ich habe mein Leben wieder. Cool. Ich glaube, ich regeneriere zwischendurch, ne? Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Hast du weiche Knie bekommen, was? Da. Nein! Haha! Schmecke dies! Oh mein Gott! Ich bin so scheiße schlecht, aber ich darf jetzt nicht sterben. Ach, fuck! Okay. Ich muss zu meinem Pferd. Ah, nein! Pferdi! Ich darf jetzt nicht sterben. Oh mein Gott! Ich sterbe, Zero. Ich sterbe. Na. Oh. Hallo, feine Bogen? Wieso hast du es eingesteckt? Wo soll er hin? Hallo? Hä? Er ist abgehauen. Die kleine Potzau. Mich erst angreifen, weißt du, und dann abhauen. Wo ist denn der hin? Hä? Er ist einfach verschwunden. Aber ich sehe, ich regeneriere mich immer zwischendurch. Das ist gut. Stimmt, haben wir mal geskillt. Naja, gut. So viel dazu. Da wollte ich ihn jetzt abschlachten vom Pferd aus. Und dann so eine Scheiße. Hallo, ich habe meinen Bogen weggesteckt. Beste Grüße. Ich habe einen Pfarrer gefunden. Ich habe einen Pfarrer gefunden. Wirklich? Wunderbar. Wer ist es? Der frühere Gemeindepfarrer von St. Jakob. Ich habe ihn überredet, für ein Weilchen zurückzukehren. Du hast ihn also gefunden? Ja, er lebte in der Nähe im Wald. Gott sei Dank. Du wirst sehen, wenn der Pfarrer wieder da ist, kehren auch die Leute zurück. Ich hoffe es. Ich habe für den Pfarrer ein paar Münzen gesammelt. Du solltest etwas davon haben. Schließlich hast du ihn zurückgebracht. Ach, danke. Danke.
Dazu sage ich nicht nein. Gern geschehen. Hauptsache, wir haben wieder einen Gottesmann unter uns. Nun, dann leb wohl. Ich hoffe, er taucht bald hier auf. Lasst ihn nur nicht wieder gehen. Ich werde ihn im Auge behalten. Gute Reise, Heinrich. Und danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Ja, lebe wohl. Nimm ich auch. Na gut. Dann wollen wir direkt mal weiterreiten. Seht ihr mal, zwei Quests mit einer Fliege geschlagen, Alter. So, wir wollen nämlich jetzt zurück zum Kloster, wo wir sowieso dann irgendwie fertig gemacht werden. Da, Gesundheit steigt. Hui! Ach, ich liebe den Perk. Vor allem, wenn ich heil aus irgendeiner Sache rauskomme, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr sterben. Weil ich hab Verbände, um meine Blutung zu stoppen. Und ja, ganz einfach den Rest regenerieren. Durchwarten. Easy going. Aber wir wissen alle, ich bin hier nicht wirklich sicher. So. Schauen wir mal. Ich kann die immer noch plündern. Energie minus 7. Aber solange es im Schwein ist, geht's dem gut. Wo wollt ihr denn hin? Lasst meine Sau in Ruhe. So, gucken wir mal, wie man das Zeug braut. So, was brauchen wir denn dafür? Wermut. Deine Venen mit Stärke füllt. Ja, nächste Seite. Mensch, ich darf hier wohl brauen, oder nicht? Das darf ich hier nicht mehr brauen. Elixier der Aesop. Puppenmachertrank. Schlaftrunk. Flugsalbe. Hallo? Ich hab doch... Was ist das jetzt mit der Quest? Questlog? Wermutgeist. Ach so, den kannte ich doch schon, oder nicht? Na gut, gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Also, wir brauchen für Wermutgeist Wermut und Salbei. Müsste ich ja nicht beides haben, oder? Gucken wir mal... Spieler, Inventar, sonstiges. Salbei habe ich 112. Und Wermut habe ich 5. Ja gut, das ich brauche ja nur einen Trank, ne? Na gut. Wollen wir das Brauen beginnen? So. Wermutgeist. Ein bitterer Kräuterschnaps, der deine Venen mit Stärke erfüllt, aber auch zu merkwürdigen Visionen führt. Deine Stärke und deine Fähigkeit Kampf sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Du benötigst Alkohol, 2 Handvoll Wermut, okay. Und eine Handvoll Salbei. Gib den Salbei in den Kessel und lass ihn für einen Sanddurchlauf kochen. Zerkleinere den Wermut, gib den Wermut hinzu und lass es alles für 2 Sanduhrdurchläufe kochen. Distilliere das Gemisch, okay. Also gut. Ich hasse es, dass man hier kein Licht hat. Achso, okay, ich verstehe. Ich weiß nur nicht mehr, wie man hier die Kräuter reintut. Achso, Inventar, stimmt. Also, ich brauche Salbei und ich brauche Wermut. So, gib den Salbei in den Kessel und lass ihn für einen Sanduhrdurchlauf. Aber ich brauche vorher Alkohol. Alkohol. Wasser, Wein, Alkohol. So, einmal Alkohol. Sehr schön hell, finde ich gut. Dann nehmen wir das Wermut. Packen das direkt hier rein. Sanduhr brauche ich nicht, weil wir brauchen einfach nur einmal den Blasebalg drücken. Das ist ein Durchlauf. Zerkleinere den Wermut. Was? Nein! Och Gott! Mein Torwart.
Ich hab's genau falsch rum gemacht. Salbei, Wermut. So. Also. Gib den Salbei in den Kessel. Ach, ich hab's genau falsch rum. Ach Gott, ist das dämlich. So. Ey, ich mach nie Fehler. Nein, nein, nein. Ich bin unfehlerhaft, Salbei. So. Den werfen wir dann da rein. So, dann ein Durchlauf. Währenddessen bereiten wir den Wermut vor. Wir zerkleinern ihn. Halt. Okay. Wir nehmen uns noch mal ein bisschen Wermut. Und packen ihn in den Mörser. Ich mache nie Fehler. Nein, nein, nein. So, okay. So, der ist schön zerkleinert. Gib dem Wermut hinzu. Und lass es für 2 Sanduhr-Durchläufe kochen. Okay. In den Kessel damit. So, aber ich kenne mich mit dem Blasebalg mittlerweile aus. Wir machen 1. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Und 2. Dann brauchen wir nämlich die Sanduhr nicht. Ja, und das war's schon, ne? Destilliere das Gemisch. Danach destillieren wir das Ganze nur noch und dann ist gut. Wir müssen halt nur noch warten, bis der hier durch ist. Okay. Destillator! Hallo? Nehmen wir vorher immer so eine Fiole oder was? Und dann den Destillator. Ja, nice. So. Ein bisschen was verschwendet vom Wermut, aber naja. Was? Was? Ich hab's doch genau richtig gemacht. Du benötigst 2 Handvoll Wermut. Oh mein Gott! Okay, ich hab noch 2. Ich hab noch 2. Alles wird gut. Oh nein. Ach, bin ich blöd. Ach Gott. Oh Mann, ey. Lesen muss gelernt sein, Zero. Lesen muss gelernt sein. Das fasse ich doch nicht. Ich habe doch 2 Wermut. Bitte sag mir, dass ich 2 Wermut habe, sonst muss ich den Spielstand laden. Ich müsste doch. Ich habe zwar sehr viel aus Versehen verschwendet, aber egal. Ah, ich habe noch 3. Easy. So, und Salbei. Gut, wir nehmen den Salbei. Packen ihn da rein. So, dann einmal köcheln. Währenddessen bereiten wir dann den Wermut vor. So. Kann ich da direkt mehr reintun? Ich meine, ich habe ja noch einen. Okay, jetzt habe ich zweimal. Ich habe es zweimal reingetan. Ihr habt es gesehen, ne? So, schön zerkleinert. Dann tun wir das da rein. Zack. So. Oh no, Concentration. 1.2. So, dann nehmen wir uns schon mal eine Fiole, ne? Warten Sie noch kurz ab. So, Trank fertigstellen. Vor allem, ich habe doch den Skill, dass ich einen Fehler machen kann. Ich habe eine Zutat vergessen. Das ist ein Fehler. Und wenn ich es jetzt wieder verkackt habe, dann drehe ich durch. Ich weiß nicht, was ich sonst falsch gemacht habe. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ja, wuhu. Hab's geschafft, Philipp. Bist du Philipp? Bist du Philipp? Ah, Mann. So, easy. Philipp geht's wieder gut.
Erwarte ab, ob deine Behandlung Wirkung zeigt. Ja, Freunde, ob meine Behandlung Wirkung zeigt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und die wird morgen sein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.